Konnichiwa, hier bin ich wieder. Okay, weiter geht's in Episode 20. Bisher sind wir nur viel rumgeirrt und haben mit den Leuten gesprochen und ich denke mal, das geht auch so ein bisschen so weiter, nicht wahr? Aber eigentlich ist es ja auch der größte Teil dieses Spiels, rumzulaufen, mit Leuten zu reden. Hey, das sind die Zwillinge, die sich, finde ich, gar nicht mal so ähnlich sehen, außer das... Naja. Sobald sie andere Haarfarben haben, finde ich, sehen sie sich nicht ähnlich. Das habe ich bestimmt schon mal erwähnt. So lange mache ich das schon. Nein, kommt gar nicht in Frage. Doch, das wäre doch genial. Alle wären begeistert. Oh, willst du, dass wir The Legend of Zelda aufführen? Stimmt was nicht? Mein Idiot vom Bruder erzählt irgendeinen Mist. Wer ist hier der Idiot? Es kommt nicht oft vor, dass man die beiden streiten sieht. Ein Theaterstück über Metal Gear. Nennst du also eine gute Idee? Ja, sogar eine sehr gute. So eine Art von Stück hat bisher noch niemand aufgeführt. Metal Gear, ist es nicht, ein Anime? Manga? Ich kenne die Geschichte davon nicht, verdammt. Nanashi, bitte sag auch was dazu. Hey, zieh mich nicht in eure Geschichte rein. Die Geschichte von Metal Gear ist zu kompliziert. Ich weiß noch nicht mal, was das sein soll, Metal Gear. Nehmen wir mal das, dann können wir vielleicht bei ihm steigen. Seit wann ist die Geschichte denn kompliziert? Das sagst du nur, weil du das Spiel noch nie gespielt hast. Spiel? Ist das ein Spiel? Okay, es ist peinlich. Hey, wo willst du das denn wissen? Aber recht, ihr beide seid echt langweilig. Ich werde meine Idee trotzdem vorschlagen. Aber rechne nicht damit, dass ich dafür stimme. Ich auch nicht. Sorry, Armin. Kriegen wir echt eine Wahl, wofür wir stimmen? Lass mal echt eine Romanze ein Stück nehmen. Vielleicht soll ich immer nachgucken, was dieses eine Stück ist, was Viola vorgeschlagen hat. Kenne ich nicht. Fängt jetzt wieder die Phase an, wo ich rumlaufe und niemand finde? Yes, zum Glück nicht. Danke, Melodie. Ich habe Lärm gehört. Es klang nach einem Streit. Es ist nichts passiert. Das waren nur Armin und Alexi, die diskutiert haben. Sie waren aber ziemlich laut. Ich glaube, das merken sie selber nicht. Und du? Was hältst du von der Idee mit dem Theaterstück? Tolle Überleitung. Ich weiß nicht so recht. Ich wusste nicht, dass unsere Eltern in die Schule kommen würden. Ich finde das ein bisschen komisch. Und das sagst du mit so einem Lächeln? Waren deine Eltern auch schon beim Konzert? Nein, sie mögen solche Veranstaltungen nicht besonders. Es ist ihnen zu laut. Aber ein Theaterstück ist nicht besonders laut. Das hängt vom Stück ab. Also, wir werden sehen. Es gibt nicht gerade viele Schüler, die von der Idee mit dem Theaterstück begeistert sind. Das stimmt. Aber die Zicken waren doch bisher davon begeistert, oder? Amber und Charlotte und... Ich habe vergessen, wie die andere hieß. Ja. Kenton. Der war doch bestimmt auch gut auf der Bühne. Also, jedenfalls, kann ich mir das vorstellen. Jetzt, wo er so viel Selbstbewusstsein hat, nicht wahr? Kenton starrt verträumt vor sich hin. Alles in Ordnung, Kenton? Was? Ja, natürlich. Warum sollte denn was nicht stimmen? Er ist zurückgewichen. Du bist irgendwie komisch. Er ist rot geworden. Das bildest du dir nur ein. Das bezweifle ich. Was wolltest du? Nichts Besonderes. Ich habe mich nur gefragt, was du wohl vom Tag der offenen Tür hältst. Das klingt doch ganz cool. Hast du keine Angst, dass deine Eltern vorbeikommen? Oder dass du auf der Bühne spielen musst? Vorher bestimmt, aber jetzt ist mein Vater stolz darauf, was aus mir geworden ist. Aha. Das brauchtest du, um einen stolzen Vater zu kriegen? Ich brauche mir also keine Sorgen zu machen, was die Lehrer über meine Leistungen sagen könnten. Also, sehen die das Theaterstück irgendwie als Elternsprechtag an oder so? Meinst du, das Stück wird ihnen gefallen? Keine Ahnung. Ich freue mich jedenfalls drauf. Ihr wisst nur gar nicht, was ihr spielen wollt. Er ist ganz rot geworden. Wirst du versuchen, eine der Hauptrollen zu ergattern? Kommt drauf an, du? Ich weiß noch nicht. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Versuch es doch. Das wäre doch super, wenn wir beide zusammen auf der Bühne stehen würden. Stimmt. Welche Rolle soll ich bloß dabei spielen? Mann, ihr wisst doch noch nicht mal, was ihr aufführen wollt. Ich habe alle gefunden, außer Nathaniel. Ich frage mich, wo er bloß steckt. Am besten sehe ich mal im Raum der Schülervertretung nach. Alles klar. Oh, da war ich doch schon einige Male. Oh, das ist ja typisch wieder Moos. Ach ja, sein neues Outfit. Wieso vergesse ich das alles? So lange ist es auch nicht mehr. Aha, wusste ich doch, dass ich dich hier finde. Oh, du bist's. Ansonsten, wo wir hier lang gegangen sind, hat er sich bestimmt unter dem Tisch versteckt, ne? Ja. Bloß nicht zu überschwänglich. Hey, Nathaniel. Was?
Du bist ganz blass. Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist? Ja, natürlich. Oh, dieser Gesichtsausdruck, voll schlimm. Ich mache mir bloß ein bisschen Sorgen darum, wie das Ganze mit dem Theaterstück wohl laufen wird. Echt? Ich dachte, du machst dir Sorgen wegen deiner Eltern. Er hat eine ruckartige Bewegung gemacht und seinen Unterlagen fallen gelassen. Gar nicht auffällig, nein! Hör auf damit, das ist nicht lustig. Gib zu, dass du Angst davor hast, dass deine Eltern in die Schule kommen. Wofür soll er denn Angst haben, ey? Er ist doch ein Musterschüler. Natürlich mach ich mir deswegen Sorgen. Ich bin bei einem Konzert aufgetreten. Ich habe meine Eltern angelogen und behauptet, ich würde bis spätabends in der Schule lernen. Und stattdessen stand ich auf der Bühne. Ich habe keine Lust, dass sie davon erfahren. Und das ist alles, was dir Sorgen macht? Ach, die müssen doch nicht davon erfahren. Wie sollten sie denn auch? Er hat mir direkt in die Augen gesehen. Wir denken wohl beide daran, was ich in der Umkleide gesehen habe. Meinen die blauen Flecken? Das Bild, was wir mal gesehen haben? Woher kam das jetzt eigentlich nochmal? Oh, war das nicht von zu Hause, weil er da verprügelt wurde oder so? Aber warum war das? Ey, das ist lange her. Nein, das ist nicht nur das. Aber ich versuche mir einzureden, dass mich eine Freundin nie mit ihren spitzen Bemerkungen in Verlegenheit bringen würde. Da bist du aber auf dem Holzweg. Er hat mich weiter angesehen, diesmal noch kühler. Ich weiß nicht, was du gedacht hast, aber glaub mir, das bildest du dir alles nur ein. Er hat seufzend seine Unterlagen aufgehoben. Wenn du es mir sofort erklären würdest, ginge es schneller. Was hat Amber dir erzählt? Hä? Als du zum ersten Mal zu mir gekommen bist und darüber reden wolltest, hast du gesagt, Amber hat es mir erzählt. Was hat sie dir erzählt? Gut, dass du dich plötzlich dafür interessierst. Was hat sie dir erzählt? Seine Stimme ist lauter als sonst. Dass das bei euch zu Hause passiert ist. Was für eine... Er hat sich die Hand vors Gesicht geschlagen. Facepalm. Entschuldigst du mich bitte? Ich muss mit meiner idiotischen Schwester sprechen. Er ist schnell aus dem Raum gegangen. Hey, unser Gespräch war noch nicht zu Ende. Mist, fast hätte er mir alles erzählt. Gut, ich habe alle nach ihrer Meinung gefragt. Ich glaube, es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Ich habe die Schule verlassen. Ich darf nicht vergessen, meine Eltern den Bogen zum Unterschreiben zu geben. Sollen wir den Bus nehmen? 5 APs? Ich glaube, das spart sogar 1 AP, oder? Lass mal machen. Was? Um zur Bushaltestelle zu gehen, hat das... Achso. So. Oh, Nina, was machst du denn vor meinem Haus? Ich war gerade shoppen. Ich habe was Neues zum Anziehen gekauft. Ah, geht's dir gut? Nein, es ist schon ein bisschen lange her, dass ich Lysander zum letzten Mal gesehen habe. Keine Sorge, das wird sich ändern. Die Schule organisiert einen Tag der offenen Tür. Was? Warum habe ich das bloß gesagt? Dann kann ich in eure Schule vorbeikommen, wie beim Konzert? Das ist ja toll. Ich muss unbedingt meinen Fotoapparat wiederfinden. Wann ist es denn? Das weiß ich noch nicht. Das steht bestimmt auf dem Bogen für unsere Eltern, aber irgendwo in meiner Tasche herumfliegt. Kein Problem, das werde ich schon herausfinden. Yippie! Sie ist hüpfend weggegangen. Sie ist ein komisches Kind. Das ist mir so rausgerutscht. Wenigstens kann sie Lysander wiedersehen. Ob ihn das wohl auch freut. Ich bin wieder da. Keine Antwort. Achso, das hat sie so reingerufen. Oh, sieht so aus, als hätte ich stummfreie Bude. Super. Oder doch nicht. Wann planst du denn mal, deine ganzen Bücher vom Boden wegzuräumen? Das ist unsere Mutter. Die hat man auch schon auf dem Titelbild gesehen, also auf dem Vorschaubild. Unser Vater sieht nochmal ganz anders aus. Ich hätte ja gefragt, wie wir denn daraus entstehen konnten, aber wir können es ja eh ändern, wie wir wollen. Ah, oh, hast du mich erschreckt. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Ich werde sie wegräumen. Danke. Warte mal. Mama, du musst was unterschreiben. Ich hoffe, du musst nicht schon wieder nachsitzen. Nein, es geht um einen Tag der offenen Tür. Ich habe meine Tasche gewühlt und den Bogen herausgezogen. Oh, in deiner Schule? Sie hat das Informationsblatt gelesen und dann nach einem Stift auf meinem Schreibtisch gegriffen, um zu unterschreiben. Ja. Deine Klasse studiert ein Theaterstück ein? Das ist ja toll. Was werdet ihr denn aufführen? Das wissen wir noch nicht. Papa muss übrigens auch noch unterschreiben. Ich gehe wieder runter ins Wohnzimmer. Ich sage deinem Vater Bescheid, dass er vorbeikommen soll. In Ordnung. Kurz danach ist mein Vater aufgetaucht. Du wolltest mich etwas fragen?
Der sieht irgendwie aus wie so ein... Wie so ein Kunstdesign-Student. Also, keine Ahnung. Also Student ist natürlich etwas übertrieben, da schon hier Grauansätze sind, aber... Vielleicht ein Professor? So ein Professor? Ja, ne, würde zu ihm passen. Ich habe ein Informationsblatt, das du unterschreiben musst. Musst du etwas schon wieder nachsitzen? Wie jeder direkt daran denkt. Schon gut, das muss ich doch bisher noch nur ein einziges Mal. Nein. Ich habe ihm den Bogen gegeben. Er hat seine Brille hochgeschoben, um besser lesen zu können. Und das sieht aber aus wie eine Lesebrille. Na egal. Ich muss mal sehen, ob ich eher Feierabend machen kann, sonst schaffe ich es nicht zu kommen. Fühl dich nicht dazu verpflichtet. Mal sehen. Ich bin schon neugierig, wie sich meine Tochter auf der Bühne macht. Er hat mir die Hand durchs Haar gewuschelt. Nee, meine Haare, nein. Meine schöne Frisur, die immer gleich aussieht, als wäre sie in Beton gemeißelt. Ich habe den Bogen genommen und auf meinen Schreibtisch gelegt. Am Ende der Woche war es endlich soweit. Wow, das ging jetzt schnell. Das Stück sollte gewählt werden. Was habt ihr die ganze Woche lang gemacht? Ich meine, ihr habt doch keinen Unterricht. Hattet ihr nichts zu tun? Wo soll es denn gewählt werden? Im Klassenraum? Oder im hinteren Klassenraum? Auch nicht. Was? Wo dann? Hey, was machst du so, Nanashi? Hey, nichts Besonderes. Warum? Wir stimmen jetzt über das Theaterstück ab. Wir sollen alle in die Turnhalle kommen. Wieso auf einmal da? Mist. Warte, ich bringe Mr. Farees erst das Informationsblatt zurück und komme danach. Warum gibt's es nicht später? Ich habe Angst, es zu vergessen. Ich erinnere dich schon dran. Jetzt komm. Oh nein, wir werden es vergessen. Sie hat nach meinem Arm gegriffen und mich hinter ihr hergezogen. Meine Güte, dann könnten wir jetzt auch die AP sparen und überspringen. Meine Güte. So. Uff, gerade noch rechtzeitig. Alle anderen sind schon da. Ach ja, den haben wir ja so vermisst, ey. Blitzt da eigentlich sein... Ach, ist auch egal. Oh, Nanashi und Kim. Wir haben nur noch auf euch gewartet. Habt ihr daran gedacht, Mr. Farees, die unterschriebenen Informationsbögen zurückzugeben? Ich wollte ihm den Bogen nach der Abstimmung bringen. Er kann heute nicht länger in der Schule bleiben, weil er dringend weg muss. Du solltest also jetzt gleich zu ihm gehen. Was ist das denn für ein trauriger Mund, ey? In Ordnung. Das hätte ich gleich machen sollen, anstatt auf Kim zu hören. Ich dachte, sie hat uns mitgezogen. Er hat noch keine Wahl. Ich bin schnell gegangen, als Boris anfing, weiße Zettel auszuteilen. Wohin denn? Wenn ich fragen darf, vielleicht hier oder da, können wir nicht einen genaueren Hinweis bekommen? Ach, ich hätte direkt reingehen sollen. Entschuldigung, Mr. Farees, ich hätte den Bogen schon eher abgeben sollen. Ich habe Ihnen den unterschriebenen Verstanden? Nicht, okay. Ich habe ihm das unterschriebene Informationsblatt gegeben. Du hast Glück, ich wollte gerade gehen. Er hat den Bogen genommen und ihn in einen Ordner abgeheftet. Gut, alle haben rechtzeitig abgegeben. Dann kann ich die Bögen der Direktorin bringen. Kann ich wieder gehen? Oh ja, natürlich, du kannst gehen. Ich bin schnell wieder gegangen. Wieder zurück. Das ist zwar jetzt ein bisschen unnötig, ne? Das haben die extra gemacht. Da bist du ja wieder. Tut mir leid, ich hoffe, ich habe nicht alle aufgehalten. Oh, wir haben nicht auf dich gewartet. Habt ihr das Stück schon gewählt? Nein, wir haben gerade erst angefangen, darüber zu reden. Puh, was gibt es denn bisher für Ideen? Ideen? Ihr nennt Rotkäppchen eine Idee? Ihr wollt vor unseren Eltern Rotkäppchen aufführen? Rotkäppchen ist doch niedlich. Oh, so süß. Ich möchte sie in die Wange knuffen. Mein Gott. Gibt es keine anderen Vorschläge? Jemand anderes hat Alice im Wunderland vorgeschlagen. Aber ein klassisches Theaterstück wäre doch vielleicht besser, oder? Aber Alice im Wunderland, das könnte man doch bestimmt voll genial umsetzen. Mit hohen Kosten für Bühnenmaterial, aber... Hey, das wäre doch voll cool. Dornröschen ist ja wohl ein Klassiker. Da muss man sich küssen. Dann haben wir also die Wahl zwischen Rotkäppchen, Alice im Wunderland und Dornröschen. Es ist kein einziges richtiges Theaterstück dabei. Kommt schon, ein bisschen Ruhe bitte. Wir stimmen ab und werden sehen, welches Stück die meisten Stimmen bekommt. Wieso machen die nicht einfach mehrere Vorschläge, also noch mehr? Das darf doch nicht wahr sein. Wir werden doch nicht wirklich so einen Mist spielen. Lasst euch was anderes einfallen. Was will der denn? Es ist doch echt bescheuert. Wir haben sie sich bloß auf die drei Stücke geeinigt. Niemand ist hier mit irgendjemand einer Meinung. Ruhe bitte. Gut, dann stimmen wir jetzt per Handzeichen ab. Seid ihr bereit? Für Rotkäppchen stimmen, Alice im Wunderland stimmen, Dornröschen stimmen. Bei Dornröschen gibt's einen Kuss. Alice im Wunderland finde ich aber auch voll cool.
Alice im Wunderland, da gab es einen Hasen und ein Mädchen. Das Mädchen könnten wir gut spielen, aber wir könnten bei John Röschen auch gut die Prinzessin spielen. Rotkäppchen fällt bei mir schon eh außen vor, das finde ich langweilig. Die Wahl zwischen Alice im Wunderland und John Röschen. Aber bei John Röschen gibt es doch einen Kuss. Aber Alice im Wunderland. Ich nehme Alice im Wunderland, das ist irgendwie cooler. Gut, dann hat Alice im Wunderland die meisten Stimmen. Okay, wie einfach alles immer von unserer Stimme abhängt. Hinter mir habe ich ein leichtes Seufzen gehört. Okay, das war noch das harmloseste von den drei Stücken. Das wird bestimmt lustig. Finde ich auch, mir hat die Geschichte immer gefallen. Du hast echt einen komischen Geschmack, Junge. Ansonsten wäre doch auch nichts Passendes für Lysander dabei gewesen, oder? Gut, jetzt wo wir das Theaterstück haben, können wir zum Vorsprechen kommen. Vorsprechen? Natürlich, für so ein bedeutendes Theaterstück brauchen wir die besten Schauspieler. Wir reden offensichtlich nicht vom selben Stück. Ich habe euch einen Text vorbereitet, den lernt ihr auswendig und dann kommt das Vorsprechen. Er hat einen Stapel Blätter ausgeteilt. Wussten Sie denn schon, welches Stück wir wählen würden? Sie hat ihn ganz beeindruckt angesehen. Nein, es ist ein Text aus einem anderen bekannten Theaterstück, der nichts mit dem zu tun hat, das wir spielen werden. Die Direktorin fand, es könnte nicht schaden, wenn ihr mal ein paar Klassiker kennenlernt. Ich habe einen Text angesehen. Der Nasenmonolog klingt echt wie ein Klassiker. Wow, siehst du, wir sollen Cyrano und von Bergerac auswendig lernen. Das Ganze? Was hat das mit Nasenmonolog zu tun? Ich bin verwirrt. Man könnte fast meinen, die Direktorin hätte dich gehört. Boris hat uns noch weiter erklärt, wie alles ablaufen soll. Wir haben eine Woche Zeit, den Text zu lernen. In der Woche müssen wir außerdem den Text unserer Geschichte für das Theater umschreiben, um daraus ein Stück zu machen. Die Proben werden anfangen, sobald die Rollen verteilt sind. Als er mit der Erläuterung fertig war, haben wir alle die Tonhalle verlassen. Ich will die Hauptrolle haben. Ich will die kleine Alice sein. Okay, aber, wir gucken mal, wie es dann im nächsten Part weitergeht, okay? Nicht okay? Tja, Pech. Ich mache jetzt Ende. Tschüss.